Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 hier bei mir auf dem Kanal. Und wir stehen vor dem großen Johnny hier. Und ich hatte ja versprochen in der letzten Folge, dass wir hier endlich mal ein bisschen Maschinenpflege machen. Und deswegen habe ich auch hier den nicht Kärcher, sondern eine andere Marke gekauft und hier bei uns auf den Hof gestellt, damit wir jetzt hier mal ein bisschen was machen können. Jo, dann werden wir den hier mal richtig schön sauber machen. Ja, das sieht doch gut aus, nachdem wir ja den ganz, ganz großen Ernteauftrag hier ausgeführt haben. Mit 3 Dreschern waren wir ja hier auf dem Feld unterwegs. Und hier müssen wir erstmal wieder den Motor anmachen. Jo, so schaut es aus. Und jetzt werden wir das ganze Zeug aufräumen. Und wie ihr hier links schon seht, die Sonnenblumen, weil wir sind jetzt schon im September, die Sonnenblumen sind noch nicht so weit, dass wir sie ernten können. So, hier habe ich das andere Gerät stehen, den Fendt und das Schneidwerk. Wir stellen jetzt mal hier ab. Okay, also wir schauen mal ganz kurz hier auf die Karte, falsch auf die Karte, und stellen fest, dass wir leider hier noch nichts ernten können. Ist auch klar, wenn wir nämlich hier reinschauen, September, Mais und Sonnenblumen sind erst im nächsten Monat dran. Aber was wir diesen Monat machen könnten, wäre Raps aussehen auf dem Feld. Hier unten, das wir ja auch schon soweit vorgedüngt haben und gegrubbert, da könnten wir also Raps machen. Das wäre die eine Sache. Das andere ist, dass unsere Ballen jetzt hier soweit sind. Jupp, das heißt, wir werden auf jeden Fall jede Menge unserer Ballen heute in die kleine Biogasanlage, in die Hofanlage hier werfen. Ihr seht es hier, zack, zack, zack. Also die sind schon soweit, aber der Mais eben noch nicht. Und was ich noch machen möchte, parallel gleich als erstes. Ja, als erstes würde ich erstmal 3, 4, 5 Ballen einwerfen, damit das Maschinchen zum Laufen kommt. So, dann schauen wir mal, ob wir hier die 4 Ballen auf einmal reinkriegen. So, zack. Denn ich habe gesehen, es gibt einen großen Gruppeauftrag, nämlich Feld Nummer 6, das wäre ja... Licht. Feld Nummer 6, das wir ja hier abgeerntet haben, das steht natürlich jetzt zum Grubbern bereit. Und da gibt es eine schöne Raupe dazu. Hä? Sind die jetzt? Nein. Und da habe ich vor, das kriegt er gerade hin, ne? Das ist gut, das ist gut. Dann können wir immer 4 Ballen auf einmal einwerfen. Und dann können wir nämlich diesen Grubberauftrag annehmen. Und dann lassen wir hier einfach ein bisschen grubbern, Feld Nummer 6. Und in der Zwischenzeit können wir auf jeden Fall dann Raps aussehen und parallel dazu halt immer wieder hier ein paar Ballen einwerfen. Ach so, ja, ist voll, weil ich habe einmal hier von unserem Fermentersilo bereits rübergeworfen. Na, ist ja egal, das passt dann schon. Und so ist dann schon mal ein bisschen Nachschub drin. So, zack, 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 zack. Dann können wir die hier schon mal ein bisschen auspacken. Das wird dann alles verarbeitet heute. Weil wir müssen unbedingt schauen, dass wir... Na, was ist denn jetzt los hier? Was denn los? Hä? Ist der noch nicht so weit? Ah, 99% gibt's ja nicht. So, okay. Der ist auch noch nicht so weit. Okay, jetzt steht hier natürlich ganz clever unser Wägelchen im Weg. Aber wir kriegen hier die weg. Der ist auch noch nicht so weit. Okay, aber das soll nicht das Problem sein. So, dann lasst mich doch einfach mal kurz hier in die Aufträge reinschauen. Schon wieder falsch. Obwohl, so falsch ist es gar nicht. Wir dürfen nicht vergessen, als immer hier reinzuschauen, ob was Interessantes... Oh, ein Ladewagen von Fliegel. Wir haben jetzt schon einen gekauft, nicht wahr? So, das hier brauchen wir auch nicht. Und hier merke ich gerade oder überlege ich gerade, was kostet eigentlich ein JCB? Weil ich muss sagen, ich habe jetzt festgestellt, nachdem wir ja bei dem großen Ernteauftrag ja einen JCB dabei hatten mit Allradlenkung, dass das wesentlich geschmeidiger geht. 70 km/h mit dem Abfahren, also nur als reiner Abfahrer. Weil der durch die Allradlenkung einfach geschickter und besser um die Kurven rumkommt als zum Beispiel der Fendt. Der hatte einfach immer ein Problem, dass er dann irgendwo hängen bleibt, zu spät einschlägt. 289, 348 PS. Jetzt müssen wir mal schauen. Ist das ein Allrad? Der hat natürlich richtig PS und ja, ist eigentlich schon wieder fast Perlen vor die Säue. Auf der anderen Seite für 180.
Ja gut, fährt aber nur 40 km/h, bietet sich also überhaupt nicht als Abfahrer an. Okay, und da haben wir dann noch, okay, nee, dann lassen wir das mal gut sein. Aber wie gesagt, das mit dem JCB, das müssen wir ein bisschen im Hinterkopf behalten, weil das erscheint mir irgendwie sinnvoller, den dann als Abfahrer einzusetzen. Und dann gucken wir natürlich, dass wir auch ein bisschen PS haben, damit wir den auch auf dem Feld einsetzen können, zum Beispiel zum Grubbern oder ähnliches. So, jetzt gehen wir hier zum Händler unseres Vertrauens und schauen doch mal hier in die Aufträge. Und da habe ich doch hier diesen netten Grubberauftrag gesehen für Feld Nummer 6. Den nehmen wir an und werden das Gerät ausleihen. Unkrautbekämpfung könnte man theoretisch auch machen, Feld 7. Ja, hier noch ein bisschen düngen vielleicht. Also es bieten sich ja auf jeden Fall Möglichkeiten hier für den September, dass wir hier noch ein bisschen Geld verdienen können. So, 14.000 gehen weg. Wenn wir den Helfer laufen lassen, dann müssten wir auf jeden Fall zwischen 45.000 und 50.000 machen. Und ich denke, das ist doch super. Das werden wir uns gönnen. So, da steht das Gerät. Und wir schauen nochmal ganz kurz hier, schon wieder falsch, ganz kurz hier in die Finanzen. Denn ihr seht, ich habe nämlich nur noch 60.000 und ich habe nämlich einiges vom Kredit zurückbezahlt, damit wir nicht so viele Zinsen bezahlen. Und im Zweifel nehmen wir halt einfach wieder einen Kredit auf. Okay. Das ist ein Maschinensche. Das ist ein Maschinensche. Ui. Oh Mann. Ja, mit dem werden wir jetzt hier mal richtig schön grubbern. Und der hat natürlich auch Allrad. Heißt das so eigentlich? So. Nee, das ist irgendwie Gelenkachse oder wie nennt man das? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall. Ja, na gut, es ist ja auch nicht, dass die Achsen hier eigentlich lenken, sondern dass eben in der Mitte das Fahrzeug lenkt. Und das ist halt schon sehr, sehr exklusiv. So. Aber damit kommt man dann wenigstens auch um die Kurven hier. Weil dann können wir nämlich auch mal kurz schauen, wenn wir hier vorbeikommen. Ja, ein bisschen Rundumkennleuchte. Weil der braucht hier die komplette Straße. Aber zum Glück haben wir ja hier im Dorf ganz, ganz wenig Verkehr. Auch wenn es hier eine Bushaltestelle gibt. Aber da habe ich A, noch niemanden stehen sehen und B, noch nie einen Bus kommen. Wir kommen aber an unserem Kuhstall, an unserer Aufzuchtstation für unsere Kälber vorbei. Und da können wir nämlich mal kurz einen Blick reinwerfen. Wie es denn da aussieht mit dem Nachschub. So, Augenblick. Ups, gleich gegen das Rad gelaufen. Mann, ist die Silage schon wieder alle? Boah. Okay, Stroh und Heu ist noch genug da, aber wir werden da mit Sicherheit mal vorbeifahren müssen. Schauen wir mal bei den Kühen. Ja gut, Mischration ist genügend da. Und wie gesagt, Denkfehler von meiner Seite aus, Stroh hätten wir gar nicht einwerfen brauchen, weil wir können hier sowieso nirgends einen Misthaufen platzieren. Und somit wird hier der Stroh auch nicht, Gülle gibt es nur ein bisschen wenig. Aber okay, wir wollen ja vor allen Dingen, dass die Tierchen groß und gesund und wachsen und überhaupt. Und geschlechtsreif 11%, aber Gesundheit ist hervorragend. Okay. Ja, also bei Gelegenheit müssen wir mal die Ladung wieder einwerfen. Jetzt machen wir Folgendes. Wir werden auf jeden Fall hier mal ein Vorgewende fahren. So, hier mal um die Kurve. Und das Ganze ausklappen. Das müsste dann auch ein bisschen Spannbreite haben, das Teil. Ah, das ist immer ein bisschen hier mit diesen Fahrzeugen, mit der Lenkerei. Und mit der Kamera. So, und ablassen. Sehr gut. Dann schmeißen wir mal den Tempomaten rein. Und dann fahren wir, wie gesagt, einmal da runter und machen ein kurzes Vorgewende, damit er dann auf keinen Fall da unten in den Bach fährt. Das hätte ich nämlich nicht so gerne. Jetzt ist es ja so, wir müssen ja nicht 100% machen. Dann dürfen wir ruhig auch ein kleines bisschen hier was stehen lassen. So.
Da drüben ist schön gekalkt. Sieht fast so aus, als würde da Schnee liegen. Okay. Dann schicken wir hier jetzt mal kurz den Helfer los, weil dann können wir uns nämlich... Jetzt muss ich gerade mal überlegen, weil ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Und zwar unsere Sämaschine. Das ist die Einzelkorn. Das hier ist die... Okay, und die braucht 160. Ach, da können wir ja eigentlich auch mit dem... Aber erstmal hier den Motor wieder aus. Dann könnten wir auch mit dem hier fahren. Weil dann bringen wir den nämlich auch schon mal an den Start. Okay, es wird heute auf jeden Fall noch regnen. Aber das soll uns, glaube ich, soweit nicht stören. Für die Aussaat und für das Grubbern und so weiter spielt das eigentlich keine Rolle. So, wobei, das wäre übrigens auch eine interessante Frage, finde ich so ein bisschen. Wie sieht denn das eigentlich aus beim Grubbern? Weil wenn es ja regnet und dann die Erde nass ist, ist das dann nicht ungeschickt? Verklumpt die dann nicht? Also das würde mich schon mal interessieren als Nicht-Landwirt, wie das denn da im Echten ist. So, jetzt habe ich gar nicht geguckt. Ah ja, ist noch ein bisschen was drin. Dann stellen wir den jetzt aber erstmal hier ab und schauen mal, wie weit er ist. Ach, er braucht noch ein bisschen, okay. So, und was haben wir gesagt? Wir wollen Raps ansehen. Ja, was das Thema Mais angeht, muss ich auch sagen, da bin ich auch noch ein bisschen hin und her gerissen. Ich hätte ja schon Bock, Silageballen zu machen, beziehungsweise Häckselballen mit dem Göweil. Aber da muss man auch mal durchrechnen, wie das da aussieht, weil die Sache ist ja die mit den Ballen. Wenn wir natürlich den Mais ernten, dann können wir hier wesentlich schneller, ja, im Januar, wann der Mais halt letztendlich verkauft wird, können wir wesentlich schneller Kohle machen. So. Der ist jetzt gar nicht so breit, ne? Aber gut, was soll's. Der war günstig, glaube ich, in der Anschaffung. Wir schauen in der Zwischenzeit wieder... Ja, genau, das habe ich mir gedacht. So, da sind wir gerade rechtzeitig da. Hier ist es ja alles kein Problem, aber da hinten, wo eben der Bach ist, da wird es natürlich kritisch. So. Dann lassen wir hier wieder ab. Und dann fahren wir mal hier ein bisschen lang. Ja, also hier, um meinen Gedanken fortzusetzen bezüglich dem Mais. Wenn wir den Mais jetzt ganz normal ernten mit unserem Johnny, dann müssen wir den erstmal einlagern, weil ich glaube, im Januar dürfte der beste Maispreis sein. Aber dann können wir natürlich das ganze Material abfahren und erzielen halt auf einen Schlag Kohle. Und wir haben ja gesehen, das Häckselgut ist im Fermentersilo immer noch nicht aufgebraucht von der letzten Ernte. Und das zieht sich natürlich. Wenn wir jetzt Ballen noch machen, dann müssten wir uns diesen Göweil Ballenwickler, der ja, glaube ich, über 250.000 oder sowas kostet, müssten wir uns mieten. Das wird jetzt auch keine unerhebliche Investition sein. Und wenn dann die Ballen fertig sind, dann können wir die natürlich dann einwerfen. Aber es muss ja auch verarbeitet werden. Und mit dem Mais, das wir ernten, das können wir natürlich dann im Januar oder eben, ich müsste mal gucken, wann jetzt da der beste Preis ist, auf jeden Fall dann auf einen Schlag verkaufen und könnten dann halt richtig Kohle machen, damit wir endlich mal ein bisschen vorwärts kommen auf unserem Hof. Denn ja, das sieht halt schon ein bisschen trostlos aus, jetzt hier einen Stiel Dampfstrahler hinzustellen, ist jetzt noch nicht das groß waldbewegende Ereignis. Wir wollen ja da einen Hof bauen, richtig mit Kuhstall und Hallen und allem drum und dran. Und da fehlt uns einfach im Moment noch das Geld, weil wir hier unsere Felder bewirtschaften müssen mit großen Geräten. Und das kostet natürlich auch jede Menge erstmal von der Investition her. Ja, also wie gesagt, das sind so ein bisschen meine Überlegungen. Wir müssten dann wirklich mal schauen, was der Göweil-Wickler kostet. Dann müssten wir uns auch den Häcksler mieten. Den haben wir ja nicht. Und Drescher und so weiter und Maisgebiss haben wir alles. Das heißt, da hätten wir jetzt erstmal keine zusätzlichen Investitionen. Also ich bin da ein bisschen hin und her gerissen. Auf der anderen Seite hätte ich schon irgendwie Bock mal mit diesem Göweil zu arbeiten. Das würde mich schon sehr, sehr interessieren. So, wir werden jetzt hier wenden und dann nochmal zurückfahren. Denn ihr habt es ja gesehen. Er setzt viel früher an zur Wende.
Also wir müssen hier schon zwei Vorgewände fahren. So, und jetzt wieder ab. Und den Tempomat rein, ja. Also ihr seht, die Sache mit dem Mais, das beschäftigt mich ein bisschen. Das ist jetzt noch nicht ganz so trivial, aber im Prinzip ist es, wie es ist. Von der wirtschaftlichen Überlegung, ja, wäre es wohl geschickter, dass wir eben den Mais, so wie er ist, ernten. Da müsste ja auch einiges zusammenkommen bei der Größe. Genauso wie die Sonnenblumen. Und dann machen wir eben übers Jahr richtig hier Kasse. Und dann könnten wir wirklich vielleicht im Januar, Februar oder März dann wirklich anfangen, hier mal zu bauen. Und dann auch ein bisschen den Hof schön zu machen. Also die Wege und das Gras pflanzen und so weiter. Jo, also wie gesagt, dass wir da auch mal ein bisschen vorwärts kommen. Denn im Moment sieht das ja alles noch ein bisschen trostlos aus. Und wir sind ja, glaube ich, schon in Folge 32. Wobei es aber ganz klar ist, ein Big Farm-Projekt, das stampft man nicht einfach so erstmal aus dem Boden. Sondern wir haben da ganz andere Investitionen natürlich an Gerätschaften als natürlich in unserem wunderschönen Alpenprojekt, wo wir ja eher mit kleinen und mittleren Maschinchen unterwegs sind. Aber natürlich auch nur kleine und mittlere Felder haben mit den entsprechenden Einnahmen. Aber es ist halt wie immer, man muss erstmal die Investitionen tätigen und dann irgendwann kommt dann das Geld so richtig schön rein. Und wenn es dann so richtig läuft, dann weiß man schon mal gar nicht mehr, wohin mit dem Geld. Aber soweit sind wir noch lange nicht. Somit wird uns dieses Projekt auch noch schön lange, lange, lange beschäftigen. So, wenn er hier vorne ist, dann werde ich ihn wieder beschäftigen, und zwar mit dem Helfer. Dann können wir uns um die Aussaat des Raps kümmern. Und der Kollege wird uns hoffentlich ein bisschen Geld einbringen. Denn wie gesagt, wir dürfen auch nicht unseren Bankkredit außer den Augen verlieren, sozusagen. So, da müsste doch jetzt rumkommen, oder? Oder bleibe ich jetzt gleich hier an dem Baum hängen? Nö, geht. Gut. Okay. Und ab die Post. Und wir bringen jetzt den hier an den Start. Jetzt müssen wir nochmal aufpassen. Zack, zack, zack. Raps, Raps. So, mir fällt gerade ein, genau dieses. Das Maschinchen hat ja keinen Dünger. Ja, da müssen wir dann nochmal drüber und düngen. Okay. So. Der läuft jetzt mal an und soll erstmal mal zwei Vorgewände fahren. Aber den behalten wir lieber im Auge, weil es gibt schon manchmal den Fall, dass er dann hier rechts rüber fährt. Aber ich glaube, dafür ist er nicht breit genug. Man müsste mal schauen, was hat denn der für eine Arbeitsbreite? 6 Meter? 6 Meter, genau. Und düngt nicht. Hatten wir nicht noch was anderes? Das ist die Einzelkorn? Nee, kann es sein, dass wir was in der Miete hatten? Hier. Nee, wir haben nichts mehr gemietet. Naja, okay. Hilft nichts. Ich glaube, der Vorteil von dem Gerät war halt, ja gut, 25.000. Also es hat nicht viel gekostet und es braucht eigentlich kein Pflügen und kein Grubern vorher. Ja gut, aber danach müssen wir halt düngen. Aber okay, so, das scheint er richtig zu machen. Das gefällt mir. Gut. Dann können wir nochmal in der Zwischenzeit einen Blick werfen hier auf die Produktion und eben auf das Häckselgut. Und wir sind jetzt bei 384.000 und ich war der Meinung, ich glaube, wir hatten irgendwas knapp um die 900.000 und jetzt ist ein Jahr fast rum. Und ja, also das Häckselgut wird uns noch lange Zeit beschäftigen und in der Zwischenzeit werden wir ja auch nochmal Gras ernten. Und dann haben wir noch das andere Feld, genau das Grasfeld dort unten, da unten rechts. Und da wollen wir ja auch noch irgendwas anderes ansehen. Okay, naja, also ihr merkt schon, es läuft. Es läuft. Es gibt hier schon einiges zu tun mit dieser Größe des Feldes. Und das reicht uns auch wirklich. Also da müssen wir uns jetzt keine Gedanken machen, noch ein weiteres Feld zu besorgen, weil wir müssen jetzt erstmal, wie gesagt, das mit der Tierhaltung zum Laufen bringen. So, ich steige hier mal jetzt kurz aus. Nee, Quatsch.
So, ich überlege jetzt gerade. So. Naja, wir schicken den da runter. Wenn er unten ist, dann machen wir nochmal unten zwei Vorgewände. Okay. Und ab die Post. Wir gucken mal ganz kurz. Das ist nämlich bestimmt schon erntereif. Ja, ist aber die erste Wachstumsstufe. Also, das heißt, im Oktober können wir dann nochmal hier richtig loslegen und nochmal Gras machen. Und im Moment haben wir noch 67. Also, das wird gut passen, dass wir das dann einwerfen können. Und dann schauen wir auch mal, wie es sich dann mit den Ballen verhält. So, er hier. Ja, das passt. Ja, okay, das ist klar. Aber das machen wir dann später. Der soll jetzt erstmal hier Richtung nach unten ganz normal durchfahren. Und dann schauen wir mal, wie weit er kommt. Hauptsache, er fährt mir nicht ins Wasser. So. Ja, also, dann haben wir einen Grubberauftrag. Dann werden wir hier Raps aussehen. Parallel dazu haben wir jetzt jede Menge Ballen zum Einwerfen, um Kohle zu machen an unserer BGA. Die Tiere sind soweit, nein, die sind nicht versorgt. Da müssen wir auf jeden Fall mal vorbeifahren und jeweils einen Wagen dort reinwerfen. Ja, und jetzt muss ich gerade mal schauen. Deswegen springe ich, ah, stopp. Nee. Ich wollte ja eigentlich Folgendes machen. Der hier soll auf jeden Fall auch nochmal zwei Vorgewände hier fahren. So. Jetzt habe ich ja gehört, dass man in Real, der echte Landwirt, der fährt die Vorgewände erst am Ende. Ich weiß es gar nicht. Also hat mal mir jemand erzählt, ist das wirklich so, dass man erst hier hoch und runter fährt und dann die Sachen, die Vorgewände praktisch erst dann am Ende. Naja, ich weiß es nicht. So, aber was ich wissen will, ist, ja, hier, klar, das ist die zweite Wachstumsstufe. Hier könnten wir schon mähen. Und wenn wir hier gemäht haben, dann könnten wir hier das Feld einteilen, dann eben entsprechend umgraben und könnten dann hier vielleicht auch Raps. Nee, warten, Augenblick, warten, warten. Augenblick, Blick, Blick. Wir schauen nochmal in den Kalender. Nee, Kalender. Ja, ja, weil dann könnte man nämlich hier zum Beispiel nochmal Weizen und Gerste aussehen gleich. Die Sache ist halt die, wenn wir dann im nächsten Monat Mais und Sonnenblumen ernten, können wir eigentlich auch nur Mais und Gerste. Dann bietet sich's vielleicht an und das ist jetzt aber auch nicht der Brüller. Also Mais und Gerste auf den großen Feldern und dann ernten wir. Nee, das muss ich mir echt nochmal überlegen, ob wir dann aussehen. Aber es kann nicht schaden, wenn wir natürlich wegen dem Stroh. Ja, auch da muss ich mir Gedanken machen. Es hilft nicht. Es hilft nicht. Ja, Fragen über Fragen und Entscheidungen, Entscheidungen. So. Aber nichtsdestoweniger haben wir jede Menge noch zu tun hier im September. Definitiv, hoffentlich bevor es regnet, weil da müssen wir mal gucken, auch wegen dem Grasschnitt. Während hier unser Massey Ferguson vorbeifährt und Rapsee, darf ich mich recht herzlich bei euch bedanken für die heutige Folge und sage wie immer Tschüss, Ciao, Cheerio, bis zum nächsten Mal.